Wenn man vom Wohnen spricht, sollte man nicht vergessen, auch vom Bauen zu reden. Und diese Kerle hier, die haben die Architektur im Norden geprägt wie kaum ein anderer Werkstoff. Der Ziegel oder Klinker. Denken Sie bloß an die wunderschönen Backsteinfassaden der Hansestädte wie zum Beispiel Lübeck. Aber was bitteschön hat den Backstein, den Ziegel, den Klinker im Norden dermaßen beliebt gemacht? Warum hat er sich durchgesetzt? Das wollen wir hier herausfinden. Hier im ostfriesischen Westerholt steht die Ziegelei Kaufmann. Hier brennen sie noch wie vor 100 Jahren mit einer einzigartigen Technik. Wie jetzt, mit dem Spaten? Mit dem Spaten. Damit gehen sie in die Lehmgrube und dann muss der Lehm auf die Kante und die nächste Station in die Lorden geworfen werden. Die junge Frau hier, muss es übrigens wissen, ist nämlich Frau Kaufmann, ewige Zeiten Geschäftsführerin von der Riesenziegelei gewesen. Aber sagen Sie mal, der Spaten ist noch ein bisschen lütt, oder? Hatten die früher gar keine Muckis? Nein, die hatten schon Kräfte, mussten schon Kräfte haben. Aber der Spaten durfte nicht dicker sein, denn wäre der Lehm nicht von dem Spaten weggegangen. Ach so. Darum haben sie auch ihren Wassereimer, der mit muss. Ich geh mal runter und probier's aus. Hm? So. Wasser habe ich, Spaten habe ich, Lehm haben sie auch genug hier. Jetzt kann's eigentlich losgehen. Das klebt aber auch. Klebrig und schwer. Sagen Sie mal, Frau Kaufmann, gibt es sonst was Besonderes an dem Lehm? Ja, unser Lehm, der muss eben fett genug sein, er muss etwas eisenhaltig sein, er muss auch ein bisschen Sand drin haben, eben so, dass der Klinker nachher auch richtig im Feuer steht. Alles voller Matschepampe. Frau Kaufmann, wo kommt das ganze Wasser her? Na nu, Grundwasser ist er und Regenwasser. Lehm und Kleischichten lassen doch kein Wasser durch. Mensch, Frau Kaufmann, das ist ja eine Ackerei hier. Gras darf noch nicht mit drin sein. Nee, aber Lehm wollen brauchen wir. Geht nicht anders. Hier ist halt Gras dabei. Sie haben die Spaten nur halb voll. Strengen Sie Ihre Muckis mal ein bisschen an. Ich gebe mir ja schon alle Mühe. Dabei stehen kann ich auch. Warten Sie mal, wenn Sie erst so alt sind wie ich, dürfen Sie auch mal zugucken. Und Leute anfeuern. Dann arbeiten die besser. So, Chefin, wie geht's weiter? Ja, hier dem Gleis nach und dann zum Wehr. Auf geht's, Sie wissen's ja. Senior, hopp. So, schön anziehen. Komm, anziehen. Komm und zieh. Ja, arbeiten. Komm, auf, weiter. Ja. Zieh. Schön ziehen. Oh. Komm. Ja, sanfter. Du musst am Stück ziehen, wie beim Wohnwagen. Komm. So, ist fein. Komm. So, Frau Kaufmann, was ist das jetzt hier für eine Halle? Die Sumpfhalle. Die Sumpfhalle? Ja. Und das bedeutet, dass der Lehm sich etwas beruhigt, homogenisiert, also ineinander übergeht, und dass wir die oberen und unteren Lehmschichten etwas durcheinander kriegen. Das System hier, das kennt man ja vom Eierschneiden, ne? So hartgekochte Eier, die werden ja auch mit so Drähten geschnitten. Ja. Wie viel schafft die Maschine?
6.000 in der Stunde. 6.000 jede Stunde? Ja. Macht in 10 Stunden 60.000? Ja. Wow, da geht's ja richtig rum. Und die sind alle so exakt und glatt und wunderschön. Natürlich, so muss das sein. Jetzt müssen wir die Form schön dicht vollpressen, so wie es vor 100 Jahren auch gemacht wurde. Das heißt also, jetzt lehm hier rein oder muss ich da erst noch was nass machen, damit es sich so anpackt? Ja, kannst du noch ein bisschen nass machen. Ein bisschen nass machen, okay. Also hier Wasser rein. Ja. So, Holz ein bisschen anfeuchten. Und jetzt den Lehm schön dicht. Und jetzt sagt Frau Kaufmann den Lehm schön dicht da rein. Schön also richtig dicht. Jede Menge hier, ja? Quatsch. Ja, schön dicht verkneten. So was kriegst du nicht dicht. Du liebe Zeit. Nee, das kriegst du nicht dicht. Immer schön mit Verstand und nicht mit Gewalt. Mit Verstand? Ja, und nicht mit Gewalt. Ist das so gut? Ja. Ist das genug Verstand? Ja, mit Verstand und nicht mit Gewalt. Ich habe schon schönere Steine gesehen als den hier, aber mit Liebe gemacht. Ja, mit Kraft. Dreimal um. Ich will ihn mal von unten sehen. Dreimal um, sagt sie. Siehste, ach du liebe Zeit. Siehste. Frau Kaufmann ist mein Erster. Muss ich ja mal so sehen. Ja. Und ist das nicht ein bisschen trocken hier, der ganze Kram? Ja, da musst du mal rupspucken. Rupspucken, gut. Mach ich. Das muss da raus. Da muss noch was rein, ne? Ja. So, jetzt können Sie mich noch mal loben hier. Jetzt ist es nämlich hübsch geworden. Das ist doch ein Kinderpopo, oder? Ja, denke ich. Wunderbar. Dann versuche ich den jetzt mal rauszuheben. So macht ja. Man das nämlich, ja? Hier noch mal ein bisschen sauber machen. So. Und jetzt ein letztes Mal. So, nun stricke ihm an der Sieten noch fein glatt. Jetzt stricke ihm an der Sieten noch fein glatt und da sieht man nämlich, dass der eigentlich gefuscht hat. Ja. Ja? Der Steinmacher. Weil Erwin, diese kleinen Hohlräume, dann, die sind ja gar nicht gewünscht. Also, da sieht man genau, wo ich gemurkst habe. So, und was machen wir jetzt mit dem Kunstwerk? Kannst gleich in den Ofen? Nein, nein, der muss erst trocknen. Ja, manchmal nur. Wie lange muss er denn trocknen? Na, also so ein dicker Stein muss mindestens 5 bis 6 Wochen trocknen. 5, 6 Wochen? Ja. Na dann, ab in die Trockenanlage. So, Frau Kaufmann, wie geht's jetzt weiter? Ja, jetzt in unseren Rigofen. Das ist der letzte in Europa, der mit Torf befeuert wird. Ein Ringofen? Wie funktioniert denn der? Was ist denn das? Das ist endlos. Das Feuer brennt endlos weiter durch die Steine. Was die eine Partie bringt raus, die andere Partie bringt rein. Dann bring ich doch erstmal rein. Ja. So. Kein Wunder, dass die Chefin draußen bleibt. Hier ist nämlich eine Affenhitze, so 40, 50 Grad. Und Mütze abnehmen ist auch nicht, sonst stößt man sich tierischen Kopf. Hier oben ist wie so eine Tropfsteinhöhle, ganz schön scharfkantig. Also, rauf mit den Steinen. Sie müssen gut aufpassen da beim Setzen, dass wir auch ordentlich Sand dazwischen haben. Jo, Chefin, mache ich. Also, hier immer ein bisschen Sand dazwischen. Sonst bappen die Dinger nachher noch aneinander. So wird es jetzt alles hier schön ordentlich reingeladen. Und irgendwann machen die Profis dann hier so einen 30x30 Schornstein rein. Denn, jetzt kommt der Clou, hier oben, wo diese Birne hängt, da kommt nachher der Torf runtergesegelt. Und hier unten brennt es dann richtig. Wo der Torf ist, zeige ich Ihnen oben. Jetzt sind wir also oben drauf auf dem Ringofen und das hier ist die obere Luke, wo unsere Leuchte von unten drin hängt. Also hier
wird jetzt später gefeuert, das ist alles fertig. Und nebenan, da brennt es schon richtig kräftig. Also hier drunter ist jetzt richtig Feuer. Frau Kaufmann, warum benutzen Sie denn immer noch diesen uralten Ofen hier? Weil der die bessere Farbe bringt für den Klinker. Man kann ja richtig zeigen, dass hier Feuer drin ist, sehen Sie? Ja, doch. Meine fertig gebrannten Steinchen. In der Mitte wieder unser Schornstein, von dem wir gesprochen haben, wo der Torf runtergerieselt ist. Die Oberflächen hier ganz doll verglast, weil hier sind die Abgase aufgestiegen. Hier war es extrem heiß. Deshalb sehen die Steine hier so aus. Zum Rand hin werden die wieder ganz anders. Da sind dann solche rötlichen hier mit ganz anderer Oberfläche. Man muss wissen, das sind lauter verschiedene Qualitäten. Die werden dann auch noch mal extra sortiert und zu verschiedenen Preisen verkauft. Die Jungs sind jetzt auch alle ziemlich aneinander gebacken. Man muss die jetzt hier so ein bisschen mit der Stange, sehen Sie? Da hängt es richtig, mit der Stange so ein bisschen lösen und dann, na komm her, ne, die noch nicht, diese sind schon mal ganz gut, dann werden die hier gestapelt und damit man sich nicht so fürchterlich die Hände aufreißt, gibt es diese lustigen belüfteten Handschuhe hier, das hilft dem Daumen. So, so Frau Kaufmann. Ausbeute in Ordnung? Gut. Gut. Sehr gut. Das sagt sie jetzt aus lauter Nettigkeit. Normalerweise muss die Karre voll sein, aber ich habe ja keine Muckis. Nein! So, hier kommen also unsere fertig gebrannten Klinker. Wunderschön und jeder anders. Aber eine Frage ist immer noch offen. Warum, bitteschön, haben ausgerechnet in Norddeutschland so viele ihre Häuserfassaden verklinkert und nicht verputzt, wie es ja in anderen Gegenden üblich ist? Ganz einfach. Das liegt wie so oft am norddeutschen Schiedwetter. Denn diese Dinger hier sind, wenn sie heiß genug und lang genug gebrannt sind, so gut wie wasserdicht. Und das ist die Lösung.